zusammen. Willkommen beim fünften und letzten Teil von meiner Schweden-Tour, die ich mit meinem Lader gemacht habe. Viel Spaß beim Video. So wie ihr seht, bin ich hier schon fleißig am Blättern. Und zwar geht es um die Kosten dieser Reise, die ich ähm, jetzt in der Zeit gehabt habe. Es ist weniger wie gedacht, muss ich echt sagen. Und ähm, ich habe mal alle Tankbelege aufgehoben, um mal zu schauen, wie viel Liter ich jetzt insgesamt in den 2600 und ein paar kaputte Kilometer jetzt gefahren bin. Die Reise an sich war eigentlich ja geplant, dass ich diese zwei Wochen lang mache. Ähm, daraus ist dann leider nichts geworden. Ich war insgesamt eine Woche weg, die im Grunde genommen auch richtig geil war. Das Problem ist halt, die letzten zwei Tage davon hatte ich Dauerregen. Und da ich alleine gereist bin und mich keinen quasi in der Richtung anpassen musste, habe ich mir überlegt, gut, fährst du nach Hause, ziehst du dich einmal um, machst du einmal alles sauber, neue Wäsche einpacken und dann fährst du runter zum Gardasee. Da ist aber nichts draus geworden, weil ich dann doch noch zu Hause einiges getan habe und habe mir gedacht, ach, egal, bleibst halt zu Hause. Hauptsache Urlaub. Aber nichtsdestotrotz, jetzt geht es um den ersten Punkt. Und zwar geht es um die Gesamtliterzahl, die ich verbraucht habe. Ähm, ich habe mir das jetzt zwar nicht aufgeschrieben, extra auf dem Zettel, sondern ich habe jetzt gerade einfach mal die Tankquittungen rausgesucht. Ich habe mir die ja aufgehoben. Ich will mal sagen, ich rechne das mal einmal aus. So, einen Taschenrechner machen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wann, wo ich was jetzt getankt habe, ich habe das jetzt nicht nach ähm, Reihenfolge gemacht, sondern einfach mal nach den Literzahlen. Und zwar ist das Nummer 1. Dann haben wir hier einmal 18,75 Liter.

Da vermute ich mal, dass ich den Zusatztank mit voll gemacht habe auch. So, und zu guter Letzt. nee noch nicht ganz. Hier ist einmal 30,91. So, das war der letzte, genau. Ähm, der Lader ist jetzt auch trocken. Also ich bin auf dem letzten Liter hier angekommen und habe seitdem auch nicht mehr getankt. So. So, dann haben wir das. Einen fehlt noch. Ich habe ja eine, da kriege ich keine Quittung beim äh, Tanken. Und da habe ich mir das eben abfotografiert. Das wären dann nochmal 33,81. 33,81. So, also, ich habe in der Zeit, in dieser einen Woche, wo ich etwas über 2600 Kilometer gefahren bin, bin ich jetzt insgesamt oder habe ich insgesamt 215 liter sprit verbraucht ich müsste das jetzt umrechnen was das jetzt ähm, an geld wäre was aber ehrlich gesagt mir gerade banane ist mir geht es ja darum ähm, dass ich an sich die mengen mir wichtig sind ähm, wenn man das jetzt umrechnet dass der diese äh, der, der das benzin der liter da oben 1,62 Euro gekostet hat, dann ähm, wäre das jetzt, wenn das, oder das, ja gut, wenn ich das jetzt umrechne, wären das 132 Euro. Ne, also das ist, ähm, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechnen könnte oder getan habe, sind das 133 Euro. Ähm, das könnte, oder besser gesagt, nee, das haut nicht ganz hin, das muss man anders rechnen. Stimmt, genau. Hier bin ich allein schon bei 80 Euro. Ja, nichtsdestotrotz ähm, müsste ich das jetzt nochmal genau nachrechnen. Auf jeden Fall sind es 215 Liter in einer Woche. Das muss ich echt sagen, das ist völlig in Ordnung. Da kann man überhaupt nicht meckern. Dafür, dass der Wagen, als ich ähm, abgereist bin, komplett vollgepackt mit mir drin, der Zusatztank war voll, Haupttank war voll. Ich hatte 25 Liter Wasser noch dabei, dann halt wie hier vorne ihr seht ähm, hatte ich noch einen Falt-Kajak dabei und etliche andere Sachen ähm, kam ich auf ein Gewicht von 1.650 Kilo. Das heißt also 40 Kilo waren drüber, ähm, was mich jetzt persönlich aber jetzt nicht stört. Geplant war ja eigentlich, wie gesagt, 14 Tage, hatte daraufhin auch die Fähre gebucht, einmal für hin und einmal für Rückfahrt, bin dann aber in dem Entschluss gekommen, dass ich gesagt habe, nee, den gleichen Weg wieder zurück, das ist auch recht langweilig und bin dann, oder habe dann besser gesagt, schon nach drei Tagen die Rückfahrt stauniert, weil ich mir gedacht habe, vielleicht fährst du über einen Landweg, vielleicht fährst du auch durch Dänemark dann durch und dann über... Rückbücher nach Pottgarden zum Beispiel, was dann ja auch im Endeffekt geworden ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Resümee aus der ganzen Geschichte, sage ich jetzt mal, aus dieser einen Woche Schweden. Ähm, es war geil, es hat richtig Spaß gemacht. Also es war richtig ähm, erholsam. Man hat in der Natur gesessen, seinen Abend sein, sein Essen gemacht, hat das Lagerfeuer gemacht. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig geil. Das was halt ich traurig fand oder muss ich sagen ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich halt alleine losgefahren bin. Am Anfang waren es ja mehr Leute, die mit wollten, aber es sind ja immer mehr abgesprungen und zuletzt halt ähm, hatte der Kollege einen technischen Defekt an seiner Karre, der die Zylinderkopfdichtung. Bei der Inspektion haben sie festgestellt, dass die am Pissen ist und die Instandhaltung oder besser gesagt die Instandsetzungskosten waren dann doch recht hoch, dass er gesagt hat, ähm, er hat nicht genügend Reserven, um diese Reise anzutreten, sollte da oben mal was passieren. Nichtsdestotrotz, da hat er ja recht, besser ist dann ja zu sagen, du geht nicht, als wenn man es dann macht. Drum ist es dann auch halt nur eine Woche geworden. Ich vermute mal, wenn ich zu zweit gereist wäre, wäre ich dann vermutlich mal ähm, auch länger geblieben und wäre dann noch woanders hingefahren. Oder vielleicht wirklich Richtung Gardasee runtergefahren. Aber wie gesagt, hätte Fahrradkette, weiß man nicht, ist ja auch völlig egal. Ähm Ich bin, oder ich wollte ja eigentlich hinfahren über Land zu der Fähre nach ähm, Trelleburg oder nach Travemünde besser gesagt. Aber habe mich dann dafür gegen entschieden, weil ich dann doch gedacht habe, über Land, das zieht sich drei Stunden länger und ähm, kommen drauf geschissen, fährst du Autobahn. Bin dann halt über Autobahn gefahren, so ein Durchschnitt 95 bis 100 km/h. Das ist auch völlig in Ordnung. Habe mich dann rechts eingereiht hinter der LKWs das hat auch super funktioniert. Ähm, dann muss ich sagen war ich mir aber auch nicht ganz sicher durch die länge die ja damals noch nicht stattfand oder besser gesagt wo ich noch nicht überlegt oder gedacht habe wie lang die reise an sich ähm, ja gehen wird habe ich überlegt ob das alles so gut geht. der lader ist ja nun mal nicht der größte wagen an sich und ich war ein bisschen unsicher, geht das mit dem Sitzen über solche langen Strecken, da ja im Endeffekt zwar manche Leute die Sitze ja auch eingebaut haben, die ich drin habe, aber halt nur vereinzelt, sage ich jetzt mal, ähm, Tipps geben können oder Ratschläge oder sagen können: ja, das ist in Ordnung, das geht. Ähm, die wenigsten davon werden ja jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden in dem Sessel sitzen. Und ähm, da muss ich echt sagen, das hat super funktioniert. Also die Sitze von F-Design, super. Ähm, wir reden jetzt nicht von Seitenhalt oder sonstigen Sachen. Das äh, funktioniert eh nicht. Äh, das ist genauso schlecht oder gut, halt wie gesagt, bei den, ähm, wie bei den Originalsitzen. Das habe ich auch in eins der einen oder in den anderen Videos auch mal gesagt. Aber an sich muss ich sagen, ähm, hat der Wagen super durchgehalten. Ich habe nicht ein einziges Problem gehabt in den äh, Kilometern, die ich gefahren bin. Ich bin wirklich oft Schotterpiste gefahren, ähm, Straße sehr viel natürlich gefahren, weil so viel Schotterpiste ist das auch nicht. bisschen Offroad musste ich fahren, um manche Seen zu erreichen. Ähm, das hat ja alles super weggesteckt. Ich habe ja in Schweden, nachdem ich so 1300 Kilometer gefahren bin, habe ich ähm, einmal drunter geschaut. Es war nirgendwo am Schwitzen oder am Pissen. Da muss ich echt sagen, super Sache. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, keinerlei Fehler, keinerlei irgendwelche Zuckereien, die er hatte. Super Sache, trotz dass ich teilweise wirklich, dadurch dass ich den Kühlschreier permanent an hatte und ähm, nicht immer die Sonne am Schein war, so dass ich halt mit Solar nicht hundertprozentig laden konnte, war halt trotzdem, ähm, dass die Batterie manchmal ein bisschen sehr niedrige Spannung hatte, keine Unterversorgung, keine Probleme. Also technisch muss ich sagen, hat er super ausgehalten. Es hat richtig sau viel Spaß gemacht, mit den Fagen zu reisen. Ähm, ob ich es nochmal machen würde? Ja, hundertprozentig. Ähm, jetzt sehr wahrscheinlich halt mal ein anderes Land, Polen, Tschechien. Ähm, in die Richtung möchte ich mal gerne hin. Vielleicht auch mal Holland wieder, mal schauen. Aber ähm, ich werde so eine lange Reise nicht mehr alleine machen. Das heißt also, wenn dann. Alle Leute absagen sollten, dann werde ich hundertprozentig auch nicht mehr fahren. Einfach weil, ähm, wenn man jetzt in Regionen fährt, wo viel los ist, und das ist ja das, was ich nicht unbedingt möchte, ähm, dann mag das anders sein. Aber wenn man so in die Pampa fährt, wie ich das jetzt in Schweden gemacht habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man sitzt dann abends wirklich an dem, an dem Feuer, isst alleine, man hat halt wirklich keinen zum Reden oder zum Quatschen. Ich habe halt äh, Gott sei Dank äh, den Laptop mitgehabt, konnte dann halt äh, ein Video schon mal schneiden, war halt abgelenkt, aber man hat halt so dieses Resümee, wie der Tag gelaufen ist äh, und dies und das. Man konnte halt darüber nicht quatschen. Ähm, das war ein bisschen schade, aber ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe durch ähm, das Alleinereisen... Ist für meines, für mich persönlich muss ich sagen, super. Es ist eine Erfahrung wert. Und viele fragen ja, warum bist du denn nicht noch weiter höher gefahren? Und zwar der höchste Punkt, den ich jetzt zuletzt angefahren habe, so hoch war ich noch nie in Schweden. Das war so ungefähr 230 Kilometer über Stockholm. Da fängt wirklich halt meines Erachtens doch recht die Pampa an und auch viele lange lange Strecken alleine, wo keiner einem entgegenkommt. Ich habe es zu den letzten See, den ich gewesen bin, ähm, habe ich gesehen die sechs oder knapp zehn Kilometer Schotterpiste, die ich gefahren bin. Da kam mir kein Auto entgegen und ähm, ein Bekannter sagte mir, was passiert eigentlich, wenn du da oben eine Panne hast? Da bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Muffensausen vorgehabt, solange Motor Getriebe und größere Sachen alle am Laufen sind, kriege ich alles repariert. Das ist gar kein Thema. Ich hatte genug Ersatzteile dabei. Ähm, das Problem ist halt, was wäre, wenn mir was passiert wäre? Mal angenommen, ich wäre in den See reingesprungen oder wäre abgerutscht, hätte mir den Knöchel verknackst, Bein gebrochen oder sonstige Sachen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe echt gedacht, Scheiße, es kann immer was passieren. Ist so Dämlichkeiten angenommen, man fährt in der Dämmerung und man muss irgendeinem Tier ausweichen, du nagelst in den Graben, ähm, da wird irgendwann mal einer vorbeikommen, da mache ich mir keine Gedanken drum, aber ähm, wenn du da drin bist, du kannst dich nicht bewegen, weil irgendetwas äh, an dir in Arsch ist, dann stehst du natürlich da und keiner kann dir helfen. Und das hat mich halt auch so ein bisschen da überlegt, so du fährst zu diesem Punkt, du hast das gemacht, was du wolltest, du bist höher gefahren, wie du jemals in Schweden warst und bin dann halt Richtung Osten, Richtung Stockholm wieder gefahren und dann, wie man ja äh, auf meiner Instagram-Seite sieht, habe ich das so ein bisschen angedeutet, wo ich lang gefahren bin und bin dann halt mehr oder weniger runter ähm, auf der Ostseite des Vetternsee gefahren, bis hier in Köping und bin dann runter Richtung Sam und K Kal Kalmar? Kalmar gefahren. Bin dann halt noch ähm, nach Fahrgeholt gefahren, zu einem ähm, Örtchen, was ich halt kenne, weil ich da seit Jahrzehnten, auf deutsch gesagt, hinfahre. Ich war 98 das erste Mal da und dann fast jedes Jahr dort. Habe halt mit meiner Familie dort immer ein Ferienhaus gehabt. Ähm, vorerst die ersten paar Male, als ich angefangen habe, haben wir gezeltet dort. Jetzt halt ein Ferienhaus, weil es halt einfach ein bisschen angenehmer ist. Und ähm, dort habe ich dann bei Bekannten auf dem Grundstück durfte ich übernachten, habe da zwei Tage war ich dort. Hab dann ähm, die Leute kennengelernt, auch dort, die sind dann zu mir hingekommen, habe mit denen abends am Feuer gesessen und gequatscht über Gott und die Welt, über die Reise an sich und sonstige Sachen. Und da hat man halt festgestellt, es fehlt einem dann doch halt ähm, dieses gemeinschaftliche Reisen, wenn man dann alleine fährt, dass man wirklich überlegt, ähm, ob das alles dann geil ist, weiß man nicht. Wie gesagt, es war eine Erfahrung wert. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, nur halt nicht mehr alleine. Ähm, was sonst angeht, es hat ja wirklich geregnet und geschüttet zwei Tage lang. Und das Zelt hat absolut dicht gehalten. Also da ist nirgendwo an den Nähten irgendetwas undicht geworden oder es ist was daneben hergelaufen. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe das Zelt immer komplett verschlossen. Das heißt, wenn ich es zusammengeklappt habe und es war ja wirklich alles außen klatschnass, weil es ja auch geregnet hat, so dass nichts in den Innenraum kommt und habe halt beim Zusammenfalten das Überdach, dieses hier, das was man alles sieht, was ja rumgeklappt wird und sich da zusammenfaltet, man kann es dann ja zwischen den beiden Seiten, kann man es ja dann reinmachen. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es immer oben drauf gelegt, so dass das Innenzelt auch nicht die Feuchtigkeit hier überall reindrückt ich habe das hier immer zugelassen so dass hier innen drin hier nirgendswo richtig klitschnass war oder sonstige sachen das hat super funktioniert auch hier diese sachen das habe ich immer beim aufbau schön ordentlich reingemacht dass das wasser nicht reinkommt das hat funktioniert sonst wie gesagt auch alles andere hat bombenmäßig funktioniert alles was ich an ausstattung dabei hatte an Equipment. Das hat alles super funktioniert. Ich war also super zufrieden. Ich, ich habe an nichts, äh, auf Deutsch gesagt, gezweifelt oder überlegt, boah, hättest du das noch mitgebracht? Nein, ich hatte alles dabei. Es war alles durchdacht. Es hat alles super funktioniert. Die Technik hat gehalten. Es war bequem, trotz der langen Fahrt, teilweise, dass ich sechs, sieben Stunden am ähm, Tag gefahren bin. Das hat wirklich bombenmäßig geklappt und bin super zufrieden. Ähm, auch alles andere, ähm, was ich Essen mit hatte. Ich stand ja eine Woche komplett autark. Das heißt, ich bin nicht einmal auf den Campingplatz gefahren ähm, oder einkaufen gewesen oder sonstige Sachen. Ich hatte genug mit. Das war ja auch mein Ziel. Ich wollte halt so lange wie möglich autark. Das konnte ich jetzt ein bisschen besser machen, weil ich keine Leute mit hatte. Ähm, geduscht oder gebadet oder mich sauber gemacht. Auf Deutsch gesagt habe ich in Seen. Da habe ich spezielles ähm, umweltfreundliches ähm, Shampoo gehabt, was man ohne weiteres in der äh, Wildnis benutzen kann. Das hat auch super funktioniert. Ähm, und sonst muss ich echt sagen, hat die Technik mich nicht im Stich gelassen. Das Einzige, was ein bisschen teilweise komisch war, was mir so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, war der Kühlschrank. Ähm, ich hatte eine Bordnetzspannung von 12,5 Volt. Ähm, und beim Anspringen machte der Locker teilweise zweieinhalb Volt weniger laut Anzeige und wenn die unter 8 Volt ging, ist der Kühlschrank ausgegangen, obwohl ich genug Bums auf, auf dem Bordnetz hatte. Äh, da bin ich jetzt gerade mit dem Hersteller ähm, am Kommunizieren, woran das liegen könnte, ob es ein Problem gibt, ob man das beheben kann, weil da bin ich ganz ehrlich, das, das geht dann auf den Keks. Ne? Man, man hat schon eine größere Batterie, man hat Solar dabei, ähm, die Batterie hat genug Bums, man hat ja sonst keine großen Verbraucher oder solche Sachen und ähm, der Kühlschrank geht dann auf einmal nach acht, neun Stunden, geht er plötzlich aus nur weil er aus seiner Anzeige 8 Volt äh, hat, obwohl ich Bordnetzspannung von 12,2 und 12,1 Volt hatte. Und ähm, da muss ich gucken, ob das normal ist. Er hat jetzt geschrieben, ich muss ein paar Sachen machen, gucken, ob das funktioniert, dann sehen wir weiter. Ähm, sonst muss ich sagen, ähm, gibt es da jetzt nicht viel, was ich ähm, noch am Überlegen bin. An sich die gesamte Reise mit allem, mit Sprit, mit Fähre mit dies und jenes mit Vorbereitung hat mich jetzt ich muss jetzt lügen ich glaube keine 1000 Euro gekostet ne? und da muss ich echt sagen das finde ich in Ordnung ne? ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ich meine 800 Euro mit Verpflegung am Anfang Sprit ähm, dann halt die Fähre ich musste ja quasi einmal habe ich die Fähre abgesagt habe das Geld dafür wieder bekommen habe das Geld aber quasi dann bei der anderen Fähre gelassen von äh, Rückbühne nach Pottgarten. Das war zwar ein bisschen weniger, hat aber auch 135 Euro, glaube ich, gekostet. Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich in Ordnung. Also das wird es ja wahrscheinlich bei einem größeren Fahrzeug, was irgendwann mal kommen wird, wenn ich mit dem LKW fahre oder mir einen Kastenwagen ausbaue oder dergleichen, vermute ich mal, wird das halt ein bisschen mehr sein. Aber Spaß kostet nochmal und man darf jetzt wegen, ich sag mal, sich nicht wegen 500, 600 Euro bei solchen Sachen aufregen, sondern muss einfach sagen, gut, es kostet halt was. Ich habe also, bin ich ganz ehrlich, genug gespart für diese, für diese Reise und hatte also genug Reserven, wenn da irgendwas passiert wäre. Eine Panne am Auto, ich hätte es also reparieren lassen können im Notfall dort, wenn ich ähm, irgendwas am Motor oder Getriebe gehabt hätte. Ähm, sonst, wie gesagt, ähm, hat das alles top funktioniert. Ich habe mir halt immer, wenn ich dort war, war ich ja meistens irgendwo an welchen Gewässern, habe da meine Buschdusche voll gemacht, habe mir die hingehangen, die Solardusche und konnte dann entweder damit duschen oder ich bin in den See reingesprungen. Also das hat funktioniert. Sonst ähm, habe ich noch mal jetzt letztens oder gestern habe ich noch mal drunter geschaut. Es ist also auch nichts, was jetzt nachtropft oder so durch die Fahrerei. Das hat funktioniert. Ähm, typisch ladermäßig, als ich durch den Monsun da gefahren bin, als es so dermaßen geregnet hat, ist halt auf der Fahrerseite ein, zwei Tropfen reingekommen. Also das habe ich recht gut im Griff, dass ich das dicht bekommen habe. Ähm, da gibt es bei manchen Leuten fließt ein ganzer Bach entlang und das war bei mir nicht der Fall. Also die paar Tropfen, die da reingekommen sind, da muss ich echt sagen, da war ich bestens mit zufrieden. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich ja ähm, sagen, ich habe jetzt in meinen Videos kein Sightseeing gemacht und habe jetzt nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten angeschaut oder habe darüber Videos gemacht. Wie oder was, da gibt es genug andere Sachen drüber, die das machen. Das ist auch ganz interessant, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir im Vorfeld auch mal angeschaut bei anderen äh, YouTubern, die mit Kastenwagen reisen oder mit Geländewagen oder dergleichen. Und ähm, habe aber überlegt, das ist ja nicht das, was du machen möchtest oder wolltest, sondern du wolltest ja wirklich mit dem Lader dorthin reisen und wolltest schauen, ob das mit dem Auto soweit ähm, gut klappt und auch funktioniert. Und das hat es, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat, wie gesagt, richtig geil Spaß gemacht. Ich würde es halt nochmal machen, aber nicht mehr alleine. Und wenn euch ähm, die anderen Teile gefallen hat oder generell meine Videos, dann lasst einen Daumen da, macht unten die Glocke an, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein neues Video. Es wird in der nächsten Zeit halt oder dieses Jahr auf jeden Fall keine größere Reise mehr geben, da ich jetzt einmal mit der Family in Urlaub fahre und dann mit meinem ähm, anderen oder Hobby dann nach Kroatien fahre und dann ist auch Mitte September und dann werde ich halt vielleicht noch ein, zwei kleine Mikroabenteuer hier in Deutschland machen mit dem Lader. Das äh, muss ich gucken, ob ich dann darüber ein kleines Video mache, wo ich hinfahre, wo ich was mache, wie ich stehe. Kann wohl sein, dass ich das mache. Ähm, nichtsdestotrotz wird es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine Reise geben. Ähm, Vielleicht dann nicht zwei Wochen, auch, auch wieder eine Woche, unabhängig davon, ob ich jetzt alleine reise oder mit jemandem zusammen, sondern halt ähm, besser ein, zwei kleinere Reisen als eine große, weil ich ja noch andere Sachen noch in Planung habe. Und vielleicht, das muss ich gucken, das ergibt sich. Ähm, Fahre ich nach Tunesien im April. Das entscheidet sich aber erst halt in, äh, Oktober, ob ich das jetzt mache, weil ich. Dann halt mit einer Reisegruppe fahre, die da auch schon öfters waren. Und ich gefragt habe, ob ich mich damit einreihen darf. Die haben gesagt, selbstverständlich, die würden sich freuen. Und mit der Truppe auf jeden Fall so eine Reise zu machen, das kann ich mir vorstellen, das wird schon richtig geil. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es das jetzt der fünfte und letzte Teil. Ich hoffe, wie gesagt, dass alle Videos generell euch gefallen haben. Und auch die fünf oder den fünfteiler über Schweden. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendetwas wissen möchtet oder euch generell irgendetwas einfällt, ob es Kritik ist, ob es Lob ist oder sonstige Sachen, ich bin für alles offen. Schreibt es unten in die Kommentarliste rein. Und ähm, sofern mir dann die Zeit oder sofern ich die Zeit dann habe, werde ich das dann alles mal beantworten und mir durchlesen. Nichtsdestotrotz würde ich auch nochmal sagen, danke für euch alle, dass ihr meinen Kanal reichlich ähm, abonniert. Die Zahlen steigen also ständig. Das freut mich. Auch bei Instagram bin ich ja ähm, tätig. Da funktioniert das auch. Das heißt also, Interesse ist da, das, was ich mache. Und dann würde ich sagen: einfach: habt einen geilen Tag, macht eure Hobbys und habt Spaß daran. Bis denn!